In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Datenbank sich erschaffen. Diese brauchen Sie später, um Drupal auf Ihre Webseite zu installieren. Dazu loggen Sie sich bei Ihrem Provider ein. Ich habe hier einen HostGator-Account. Und hier im HostGator-Account scrollen Sie nach unten zu diesem Bereich Datenbanken und klicken hier auf MySQL Datenbank Assistent, um sich eine Datenbank zu erstellen. Ich nenne mal jetzt die Datenbank Drupal Themes. Sie klicken auf Nächster Schritt. Dann brauchen wir einen Benutzernamen für diese Datenbank. Nenne ich jetzt mal Drupal Ad. Es ist völlig egal, was Sie hier nehmen. Und dann ein Kennwort. Dazu können Sie bei HostGator den Passwortgenerator nutzen. Nehmen wir jetzt mal für dieses Passwort das hier zum Beispiel. Dann markieren und kopieren Sie sich dieses Passwort, wie ich das gerade gemacht habe, mit der rechten Maustaste und fügen das in eine Textdatei ein. Das habe ich für Sie schon mal hier vorbereitet. Passwort für Datenbank. Schreiben Sie sich das hier hin und speichern sich mit Steuerung S diese Textdatei ab. Gehen Sie wieder zurück, klicken hier drauf. Ja, ich habe das Passwort gespeichert. Passwort verwenden, dann erscheint das hier. Und dann klicken Sie auf Benutzer erstellen. So, und dann gehen Sie hier nach oben hin und ziehen sich hier diese ganzen Daten mal in die Zwischenablage Ihrer Maus und fügen das mit Steuerung V hier in Ihre Textdatei ein, speichern die gleich, gehen zurück. Klicken auf Alle Berechtigungen und auf Nächster Schritt. So, dann würde ich jetzt hier das auch alles noch mit aufheben. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Daten zur Datenbank irgendwo speichern, denn es kann ja mal passieren, dass Sie später über MySQL darauf zugreifen oder beziehungsweise nicht Sie, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu schwer, aber eventuell mal ein Programmierer oder so, man kann ja nie wissen. Von daher ist wichtig, sich diese Daten zu sichern und zu bewahren. So. Und jetzt haben wir eine Datenbank erstellt. Wir sind jetzt hier schon fertig. Die Datenbank heißt hier in dem Fall pt-drupal-themes. Der Benutzer der Datenbank heißt so. Und das Passwort für den Zugriff zur Datenbank ist dieses. Und in einem anderen Video zeige ich Ihnen, wie Sie Drupal 6 auf Ihrem Webspeicherplatz installieren und dafür eine Datenbank nutzen. Vielen Dank für das Ansehen des Videos. Tschüss!